Ja, wir wollen heute beginnen, indem wir einige Beispiele rechnen für die kleinste Quadrate-Lösung und die Minimum-Norm-Lösung. Und anschließend wollen wir nochmal Rechenregeln herleiten. Mir ist dieser Punkt tatsächlich sehr wichtig, denn in irgendeiner Form ist eine kleinste Quadrate-Lösung und/oder eine Minimum-Norm-Lösung immer auch Teil einer Klausur. Okay. Also schauen wir mal drauf. Okay, gut, zunächst mal möchte ich Sie erinnern an die Definition von kleinster Quadrat- und Minimum-Normlösung. Also wir haben eine Matrix A, die ist nicht notwendig quadratisch, aus dem R auch M Kreuz N. Wir haben einen Vektor B, einen Lösungsvektor B aus dem R hoch M und einen Vektor X aus dem R hoch N. Okay, wann nennen wir eine Lösung kleinste Quadrate-Lösung von ax gleich b? Und ich schreibe Ihnen hier jetzt nicht die Definition hin, sondern gleich diesen äquivalenten Satz, den wir bewiesen hatten. X Stern ist genau dann eine kleinste Quadrate-Lösung, wenn a transponiert ax Stern gleich a transponiert b ist. Und das gilt hier alles für reelle Matrizen. Der Einfachheit halber habe ich das alles hier nur für reelle gemacht. Okay, wann heißt x plus eine Minimum-Norm-Lösung? Zunächst mal muss dann x plus eine kleinste Quadrate-Lösung sein. Das heißt, es muss gelten, a transponiert ax plus gleich a transponiert b. Und zusätzlich muss das x plus noch kommen aus dem Bild von a transponiert. Ein beliebtes Einführungsbeispiel ist immer, naja, schauen wir uns doch mal an, wie sieht es denn mit der Nullmatrix aus? Also a sei irgendeine Nullmatrix. Und dann können wir uns irgendein x Stern aus dem R hoch n hernehmen. Und das muss dann erfüllt das sofort die normalen Gleichung a transponiert a x Stern gleich a transponiert b. Wenn ich es nämlich einsetze, dann steht ja nicht an nichts anderes als 0 transponiert 0 x Stern gleich 0 transponiert b. Das muss erfüllt sein und das ist natürlich immer erfüllt. Also ist jedes x Stern aus dem R hoch n sofort eine kleinste Quadrate. Andererseits, die Minimum-Norm-Lösung ist eindeutig bestimmt. Das heißt also, wir wissen, das muss auf jeden Fall jetzt ein eindeutiger Vektor sein. Und ist es natürlich auch, denn die Minimum-Norm-Lösung muss kommen aus dem Bild von A transponiert. Aber wenn A die Nullmatrix ist, dann ist das Bild von A transponiert auch nur die Null. Das heißt also, das x plus muss kommen, ja, aus der Menge, die nur die Null enthält. Und das heißt also x plus gleich Null. Okay, also für die Nullmatrix ist die Null auch tatsächlich die Minimum-Normlösung. Okay, dann noch mehr so eine Bemerkung. Ax gleich b besitze mal eine Lösung x Stern. Muss sie nicht unbedingt, aber wenn es eine Lösung besitzt, da kann ich auf jeden Fall mal sagen, dann ist auch a transponiert ax Stern gleich a transponiert b. Das heißt, dann ist natürlich sofort x Stern auch eine kleinste Quadrate-Lösung. Ja? Also wenn eine Lösung ist immer auch eine kleinste Quadrate-Lösung und das macht Sinn, denn es soll ja sowas sein wie eine verallgemeinerte Lösung. Okay, jetzt die Frage, kommen da vielleicht noch welche dazu? Also nehmen wir uns mal irgendein x quer her mit der Eigenschaft, dass a transponiert ax quer gleich a transponiert b ist. Und das b ließ sich ja schreiben als a mal x. Das heißt also, das ist von der Form a transponiert a mal x Stern. Okay, wenn diese beiden hier gleich sind, bedeutet das a transponiert a mal x quer minus x Stern ist 0. Das heißt also, x quer minus x Stern liegt im Kern, im Nullraum von a transponiert a. Der Nullraum von a transponiert a ist der Nullraum von a. Das haben wir jetzt schon zigmal genutzt. Das heißt also, es gilt a mal x quer minus x Stern ist 0. Und das bedeutet a mal x quer gleich a mal x Stern, aber a mal x Stern war gleich b. Also gilt a mal x quer gleich b. Mit anderen Worten, wenn ax gleich b eine Lösung x Stern besitzt, dann sind genau die Lösungen von ax gleich b auch die kleinste Quadrate Lösung. Okay, gut, nächster Fall. Wenn a invertierbar ist, dann ist dieses Gleichungssystem ax gleich b ja immer lösbar. Und wir würden erwarten, dass in dem Fall dann die kleinste Quadrate-Lösung auch mit der Lösung des Gleichungssystems, also a hoch minus 1b, übereinstimmt. Okay, das ist tatsächlich, falls a invertierbar ist, so gibt es nur eine kleinste Quadrate-Lösung und die ist gegeben durch x Stern gleich a hoch minus 1b und die ist gleichzeitig auch eine Minimum-Norm.
Warum ist das so? Naja, also wenn wir uns das Gleichungssystem AX gleich B anschauen, dann besitzt das ja eine Lösung, nämlich gerade A hoch minus 1b. Das heißt, insbesondere, ja, also a mal dieses extern ist a mal a hoch minus 1b ist b. Das heißt also, dieses extern, was wir da definiert haben, ist zunächst mal Lösung von AX gleich b. Und damit ist es natürlich eine kleinste Quadrate-Lösung nach dem, was wir gerade besitzt haben, nach dem, was wir gerade bewiesen haben. Ja? Alle Lösungen sind auch gleichzeitig kleinste Quadrate-Lösungen. Okay, alle weiteren kleinste Quadrate-Lösungen müssen aber auch nach dem, was wir gerade be bewiesen haben, ebenfalls Lösungen von AX gleich b sein. Ja, wenn a invertierbar ist, dann gibt es nur eine Lösung von AX gleich b. Und das heißt, es gibt nur eine kleinste Quadrate-Lösung und das dieses extern, das wir da oben definiert haben. Okay, extern ist einzige kleinste Quadrate-Lösung. Naja, aber die Minimum-Norm-Lösungen, die müssen erstmal kleinste Quadrate-Lösungen sein und dann müssen sie noch eine zweite Bedingung erfüllen. Naja, die zweite Bedingung brauchen wir schon gar nicht mehr. Wenn es eine kleinste Quadrate-Lösung sein muss, dann ist schon klar, das muss die einzige kleinste Quadrate-Lösung sein, die wir haben, nämlich gerade dieses extern. Das heißt also, das extern ist gleichzeitig auch die Minimum-Norm-Lösung. Okay, jetzt wollen wir noch ein paar ganz kleine Beispiele rechnen. Und zwar, ich glaube, das glaube ich letztes Mal auch als Frage in die so eine Frage zur Selbstüberprüfung reingeschrieben in die Vorlesung, ins LearnWeb. Und zwar nehmen wir mal an, eine Länge L wird n mal von n Schülern gemessen, die sich natürlich wahnsinnig vermessen. Das heißt also, wir bekommen für unsere Längen das folgende Gleichungssystem. Also es könnte sein L gleich L1, L gleich L2 und so weiter bis L gleich LN. Das ist mein Gleichungssystem. Ja? Also die Schüler haben gemessen, der eine sagt L gleich L1, L gleich L2 bis L gleich LN. Okay, das kann ich auffassen als ein Gleichungssystem in einer Variable mit n Gleichungen. Ja? Und wenn ich das tue, dann schreibe ich das wahrscheinlich am besten so. Ich definiere mir meine Matrix A als einen Vektor, der aus lauter Einsen besteht. Ich habe nur eine Unbekannte, nämlich L. Und die rechte Seite ist L1 bis klein L1 bis klein LN und die nenne ich einfach mal B. Okay, wenn ich das hier vorne ausrechne, kommt tatsächlich genau das hier vorne raus. Das heißt, das ist genau dasselbe wie das, was hier vorne steht. Okay, gut, wir haben ein überbestimmtes Gleichungssystem, ja, denn wir haben viel mehr Gleichungen als Unbekannte, wenn n größer ist als 1. Ne? Also, wir haben viel mehr Gleichungen als Unbekannte. Das heißt, wir schauen uns erstmal die kleinste Quadrate-Lösung an. Und dann schauen wir hier, das hier ist das a. Bei der kleinsten Quadrate-Lösung müssen wir ausrechnen, dass a transponiert a. A transponiert ist diese Matrix hier gekippt, gibt also 1, 1, 1, diesen liegenden Vektor 1, 1, hier den Vektor 1, 1, 1. Und wenn ich das hier, das Matrix-Vektorprodukt bilde, dann ist das gerade n. Okay. A transponiert B ist diese liegende Vektor 1, 1, 1, 1 mal L1 bis LN. Und wenn ich hier das Matrix-Vektorprodukt ausrechne, ist das L1 plus L2 und so weiter bis LN. Okay, gut. Das heißt also, wir bekommen unsere kleinste Quadrate-Lösung, muss das Gleichungssystem erfüllen. A transponiert A mal L ist gleich A transponiert mal B. Okay, A transponiert A ist nichts anderes als L. A transponiert B ist die Summe der Li. Das heißt also, ich kann das auflösen und L ist gleich die Summe der Li geteilt durch N. Mit anderen Worten, das ist nichts anderes als der Mittelwert. Okay, das heißt, das ist jetzt auch die einzige Lösung von A transponiert A, L gleich A transponiert B. Ich konnte das ja hier vorne auflösen, dass A transponiert A war invertierbar. Das heißt, es gibt nur eine kleinste Quadrate-Lösung und das ist gerade die, die ich hier vorne stehen habe. Und die ist damit natürlich gleichzeitig auch Minimum-Norm-Lösung. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, wenn es nur eine kleinste Quadrate-Lösung gibt, dann ist sie gleichzeitig auch Minimum-Norm-Lösung. Okay, das heißt also, Ergebnis ist hier, naja, also wir nehmen am besten den Mittelwert und das ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig große Überraschung, dass das hier rauskommt. Da wäre man jetzt wahrscheinlich auch ohne Rechnung drauf gekommen. Aber immerhin schön, dass hier genau dasselbe rauskommt. So eine ganz typische Klausuraufgabe ist sowas wie das hier. Die werden in den Übungen auch noch eine ähnliche Aufgabe sich anschauen. Also zu Zeitpunkten TI, hier zu vier verschiedenen Zeitpunkten, werden Werte YI gemessen.
und es wird ein linearer Zusammenhang vermutet. Dazu gibt es im Allgemeinen so eine Tabelle. Ja, Sie haben so Zeiten, zu denen gemessen wurde. Bei Zeitpunkt minus 2 wurde minus 2 gemessen, bei 0 wurde minus 4 gemessen, bei 1 wurde 4 gemessen und bei 1 hat man zweimal gemessen und da kam anschließend noch eine 6 raus. Okay, gut. Wir vermuten einen linearen Zusammenhang. Was heißt linearer Zusammenhang? Naja, linearer Zusammenhang heißt, wir vermuten die wirkliche Funktion, die sieht aus wie y von t gleich m mal t plus b und m und b wollen wir darin bestimmen. Okay, das kann ich in ein Gleichungssystem schreiben. Zum Zeitpunkt minus 2 wurde ja minus 2 gemessen. Das heißt, wenn ich das hier einsetze, dann steht da minus 2 mal m plus b ist gleich minus 2. Damit das hier vorne zum Zeitpunkt minus 2 wirklich auch minus 2 rauskommt. 0 eingesetzt, 0 mal m plus b ist minus 4. 1 mal m, 1 hier vorne eingesetzt, 1 mal m plus b ist 4 und nochmal 1 mal m plus b ist 6. Die beiden Gleichungen hier widersprechen sich und ich sage nochmal, also wir machen überhaupt keine Voraussetzungen an die Gleichungen oder an die Matrix. Wir lassen alles zu, selbst dass diese Gleichungen hier vorne sich komplett widersprechen. Wir gucken uns nur das Gleichungssystem an und das hilft und da hilft uns dann direkt schon die kleinste Quadrate bzw. Minimum-Normlösung weiter. Okay, dieses Gleichungssystem schreiben wir wieder als Matrix-Vektorprodukt. Unsere beiden Unbekannten sind m und b die zugehörige Matrix ist minus 2, 1, 0, 1, 1, 1 und 1, 1. Okay, das ist meine Matrix A. Und meine rechte Seite, mein Vektor b, ich schreibe das hier mal groß, weil ich das klein b hier schon verbraten habe, ist minus 2, minus 4, 4 und 6. Okay, das heißt, mein Gleichungssystem ist jetzt a mal mb gleich b und das hat zwei Unbekannte, vier Gleichungen. Das heißt, zunächst mal das ist von der Form her überbestimmt. Okay, was muss ich tun, um die kleinste Quadratelösung auszurechnen? Na, ich muss wieder A transponiert A ausrechnen. Das habe ich hier gemacht, ja, einfach diese Matrix transponiert, das hier vorne dran multipliziert. Naja, wie kommt man auf die 6 hier oben? Schauen wir uns das mal einmal ganz kurz an. Minus 2 mal minus 2 ist 4. 0 mal 0 ist 1. Plus 1 mal 1 und noch plus 1 mal 1 gibt hier oben eine 6. Ja, also schreiben wir es hin, steht sofort da. Es gibt insgesamt die Diagonalmatrix 6, 0, 0, 4. Dann schauen wir uns an A transponiert B. Das ist dieselbe Matrix wie gerade, also A transponiert, die rechte Seite dran multipliziert und gibt insgesamt 14, 4. Okay, gut. Das heißt, wir müssen lösen das Gleichungssystem A transponiert A mal MB, das sind unsere beiden Variablen, die wir suchen, gleich A transponiert B. Okay, das ist dasselbe wie 6, 0, 0, 4 mal MB gleich 14, 4. Und ja, da habe ich jetzt natürlich das Ganze so gemacht, dass man das direkt ablesen kann. Das m ist nichts anderes als 14 Sechstel oder 7 Drittel. Das b ist nichts anderes als 1. Ja, hier steht 4b gleich 4, also b gleich 1. Und eigentlich gehört natürlich zu sowas, zu so einer mehr oder weniger Textaufgabe, dann auch wirklich eine echte Lösung. Und die echte Lösung wäre in diesem Fall, naja, die beste Gerade, die diese Messungen erfüllt, ist die Gerade y von t gleich 7 Drittel t plus 1. Okay, gut. Jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal anschauen für unterbestimmte Gleichungssysteme. Hier macht das jetzt nicht allzu viel Sinn. Auf dem Übungsblatt werden Sie sich nochmal klar machen, dass mit diesem Beispiel von Gauss es tatsächlich auch Sinn macht, sich unterbestimmte Gleichungssysteme anzuschauen. Und wir nehmen den gleichen Fall wie oben, das heißt, wir vermuten wieder einen linearen Zusammenhang, aber diesmal haben wir nur eine einzige Gleichung. Vorhin hatten wir vier, jetzt haben wir nur eine. Wir haben nur eine Gleichung und zum Zeitpunkt t1 wird der Wert y1 gemessen. Und wir lassen das jetzt hier mal frei, das t1 und y1, ja, wir werden sehen, das geht hier ganz gut. Und die Frage ist, wie lauten die Minimum-Normlösungen bzw. wie lauten die kleinste Quadratelösungen? Ja, uns interessiert natürlich eigentlich die Minimum-Normlösung, denn die Aussage war falsch. Ich möchte wissen, was ist die Minimum-Normlösung?
Okay, wir vermuten wieder einen linearen Zusammenhang, das heißt also y von t gleich m mal t plus b. Wir wollen zwei Variable bestimmen, nämlich das m und das b, haben aber nur eine Gleichung und da ahnen wir schon, das geht nicht gut, da werden wir unendlich viele Lösungen haben. Okay, zunächst mal bringen wir diese Gleichung hier wieder in so ein Matrix-Vektorprodukt. Die Matrix ist t1, 1 mal mb, wenn ich das hier ausrechne, steht hier m mal t1 plus b, also genau das, was hier oben steht, und y1, die rechte Seite, ist in diesem Fall halt nur eine Zahl, ne? Ein Vektor, der aus einer Zahl besteht. Okay, jetzt überlegen wir uns erstmal, das Gleichungssystem, das da steht, ist tatsächlich lösbar. Ja? Und zwar einfach, indem ich m gleich 0 setze und b gleich y1, dann kommt hier vorne y1 raus. Das heißt also, dieses Gleichungssystem, das da oben steht, hat sicherlich eine Lösung. Ist jetzt nicht so überraschend, denn das Gleichungssystem, wir haben ja zu wenige Gleichungen. Das heißt also, wir vermuten eher, dass wir zu viele Lösungen haben, als dass wir gar keine Lösungen haben. Also das Gleichungssystem ist lösbar. Und da haben wir vorhin gesagt, wenn ein Gleichungssystem lösbar ist, dann sind die kleinsten Quadrate-Lösungen genau die Lösungen von a mal, in diesem Fall mb gleich b. Das heißt, wir wissen schon mal, wir müssen einfach nur das Gleichungssystem a mal mb gleich b lösen, um tatsächlich auch alle kleinste Quadrate-Lösungen zu bekommen. Okay, gut, also das hier vorne ist das, was wir lösen wollen. Jetzt suchen wir eine Minimum-Norm-Lösung und die nenne ich hier mal m plus b plus. Ja, das heißt, wir suchen ein optimales m plus b plus, das möglichst kleine Norm hat. Und nach unserer Definition von oben muss das kommen aus dem Bild von A transponiert. Das heißt, wir suchen jetzt ein m plus b plus, das sowohl diese Gleichung hier vorne erfüllt, als auch aus dem Bild von A transponiert kommt. Okay, schauen wir uns jetzt mal das Bild von A transponiert an. Zunächst mal A transponiert ist nichts anderes als dieser Spaltenvektor t1, 1. Okay, da kann ich dran multiplizieren, nur eine Zahl, ja? Das heißt also, A transponiert U ist von der Form T1 mal U und U. Ne? Einfach hier anmultipliziert. Das heißt also, A transponiert mal U ist von der Form U mal T1, 1. Für irgendein U. Ja? Also das Bild bekomme ich damit, dadurch, indem ich irgendeinen Vektor rechts dran multipliziere und davon die Vereinigung bilde. Okay, gut. Das heißt also, wie sieht mein Bild von A transponiert aus? Naja, also das Bild von A transponiert, ist nichts anderes als die Vielfachen von T11. Alle Vielfachen von T11 bilden das Bild von A transponiert. Okay. Gut, jetzt soll das M plus B plus, das wir suchen, aus dem Bild von A transponiert sein. Okay, mit anderen Worten, es gibt ein U, sodass m plus b plus gleich u mal t1, 1 ist. Ja, das haben wir gerade gesagt, die Vielfachen von t1, 1 bilden das Bild, also muss m plus b plus ein Vielfaches von t1, 1 sein und nichts anderes steht hier. Okay, gleichzeitig muss es aber auch noch die Gleichung erfüllen. Das heißt also, es muss gelten, m plus mal t1 plus b plus ist y1. Einfach nur meine Darstellung, die ich hier habe, jetzt hier oben eingesetzt. Ja, noch gar nicht. Nee, ich habe noch gar nichts eingesetzt. Ich habe aber das m plus b plus muss diese Gleichung erfüllen. So, und jetzt setze ich ein. Ich habe hier vorne nämlich stehen, m plus ist u mal t1 und b plus ist nichts anderes als u. Okay, gut, das kann ich einsetzen und dann steht hier u mal t1 Quadrat plus u ist y1. Ja, das muss gelten. Okay, dann kann ich das u hier ausklammern und hier steht nichts anderes als u mal 1 plus t1 Quadrat ist y1. Oder mit anderen Worten, u ist y1 durch 1 plus t1 zum Quadrat. Okay, wunderbar. Das heißt also, dieses u ist eindeutig bestimmt. Und mir bleibt gar nichts anderes über, als das m plus b plus, da wusste ich ja, das ist u mal t1, 1. Das u habe ich hier vorne bestimmt, das heißt, das m plus b plus ist von der Form y1 durch 1 plus t1 Quadrat mal t1, 1. Mit anderen Worten, das m plus ist y1 mal t1, y1 durch 1 plus t1 Quadrat mal t1 und das b plus ist y1 durch 1 plus t1 zum Quadrat. Okay, damit habe ich m plus und b plus ausgerechnet und ich habe vorhin gesagt, eigentlich gehört hier jetzt noch die Lösung dazu. Ich habe mir das jetzt hier mal gespart. Ja, also Sie können es selber jetzt nochmal hinschreiben. Okay.
Gut, da haben Sie jetzt hier auch schon gesehen, dass das häufig gar nicht so schwierig ist, diese Minimum-Normlösung und kleinste Quadrate-Lösung auszurechnen, weil häufig eine von den beiden Bedingungen, die man hat, wegfällt. Also häufig ist es entweder so, dass die kleinste Quadrat, dass es nur eine kleinste Quadrate-Lösung gibt, dann brauchen wir das aus dem Bild von A transponiert nicht mehr. Oder es ist so, dass es eine Lösung gibt von AX gleich B. Und wenn es eine Lösung gibt, ja, dann brauchen wir diese kleinste Quadrate, dieses A transponiert AX gleich A transponiert B nicht mehr. Dann können wir gleich das AX gleich B uns anschauen. Und das wird gleich im nächsten Teil die Idee sein, wie man normalerweise diese Gleichungen invertiert und wie man normalerweise diese Lösungen berechnet. Eine Anmerkung möchte ich noch machen. Ich spreche hier immer von überbestimmt und unterbestimmt. Da steht eigentlich immer so ein im Allgemeinen dabei. Also schauen wir uns zum Beispiel mal an den Fall, dass n größer ist als m. Also dass wir mehr Variablen haben als Gleichungen. Und das heißt nicht notwendig, dass es auch tatsächlich eine Lösung gibt. Und andersrum, wenn wir zu wenige Variablen haben, das heißt, die Anzahl der Variablen ist kleiner als die Anzahl der Gleichungen, dann denken wir, naja, das Ganze ist überbestimmt, aber tatsächlich ist dies auch nicht notwendig unlösbar. Und zwei warnende Beispiele, wenn ich das eine hier rot mache, dann sollte ich das andere auch rot machen. Das sollte nämlich ein warnendes Beispiel sein. Gucken wir uns dieses Gleichungssystem hier vorne an. Da ist x plus y plus z gleich 1 und x plus y plus z gleich 2. Drei Variable, zwei Gleichungen, aber trotzdem gibt es offensichtlich nicht eine einzige Lösung, denn x plus y plus z kann nicht gleichzeitig 1 und 2 sein. Ja? Das heißt also, man muss ein bisschen aufpassen. Ja? Zu wenige Gleichungen heißt nicht notwendig, es gibt auch unendlich viele Lösungen. Das heißt nicht mal, es gibt überhaupt eine Lösung. Andererseits nehmen wir mal ein Gleichungssystem in zwei Variablen mit drei Gleichungen. Da hätten wir jetzt eher den Verdacht, okay, da gibt es gar keine Lösung. Aber was natürlich sein kann, ist, hier steht einfach x plus y gleich 1, 2x plus 2y gleich 2 und 4x plus 4y gleich 4. Okay, das heißt, wenn x plus y gleich 1 ist, dann erfüllt es die anderen beiden Gleichungen auch noch gleich mit. Das heißt also, wir haben nicht zu viele Gleichungen, sondern wir haben zu wenig. Wir haben nämlich im Grunde nur eine Gleichung, nämlich gerade x plus y gleich 1, obwohl hier formal eigentlich drei Gleichungen stehen, aber die alle drei Gleichungen bedeuten genau dasselbe wie die erste. Das heißt, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Und diese beiden Beispiele, die werden Sie voraussichtlich auch auf dem Übungsblatt nochmal wiederfinden.